So, hallo an euch alle da draußen. Schön, dass ihr auch diese Woche eingeschaltet habt, hier zu einer neuen Folge bei meinem kleinen Kinoblog. Ich glaube, man hört es an der Stimme. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig fit, aber ist auf jeden Fall schon bedeutend besser als letzte Woche. Und ich glaube, man sieht es auch im Hintergrund. Ich habe ein bisschen umgestellt, habe jetzt mal durchgewechselt bei den Filmen. Plakaten liegt aber auch daran, weil ich endlich die Zeit gefunden habe, mich um Bilderrahmen zu bemühen. Und ich wollte einfach das wunderbare Matt Heidi Poster einfach in einem schön gerahmten, in schöne gerahmten Optik haben. Und ich habe es auch nicht gerne gesehen, wenn man so ein Filmposter mit Tesa festklebt. Also das war halt einfach so eine Notlösung, aber keine Sorge, das Ach du Scheiße Plakat habe ich deswegen nicht weggeworfen, sondern das ist auch schön gerahmt in einem anderen Raum. Aber da ich ja wie gesagt einfach jetzt auch mal was anderes im Hintergrund haben wollte, dachte ich mir, Mensch, hängst einfach mal die Heidi auf und wird jetzt auch eine Zeit lang hängen bleiben. Kann sicherlich im Laufe des Jahres noch mal durchwechseln, aber das soll heute nicht das Thema sein. Sondern ich habe es letzte Woche ja schon angeteasert. Ich möchte in der heutigen Folge mal wieder ein Kino-allgemeines Thema anschneiden oder ansprechen. Und da habe ich mir für diese Woche was sehr Interessantes und auch Spannendes rausgesucht und vor allem ein Thema, das sicherlich zu Diskussionen anregen wird oder beziehungsweise das sicherlich viele Befürworter hat, aber auch sicherlich den einen oder anderen Gegner. Und zwar geht es darum, das Thema Kinoabo. Also wie ähnlich wie beim Streaming-Abo, quasi einen festen monatlichen Betrag und dass man da quasi dann gucken kann, was man will. Warum dieses Thema? Einerseits beschäftigt mich das schon etwas länger, diese Thematik Abo im Kino und zum anderen führte jetzt Österreich oder ein Teil der Kinos in Österreich, um es mal genauer zu sagen, führt jetzt quasi so ein Abo ein. Man muss aber dazu sagen, zum Beispiel in den Niederlanden gibt es das schon etwas länger, so ein Kino-Abo. In Belgien ist es jetzt vor kurzem eingeführt worden. Und in Deutschland ist es ja so, wird ja auch darüber diskutiert, beziehungsweise in, ich glaube, vier, fünf Großstädten soll jetzt auch so ein Abo-Modell kommen, also als Testballon. Wobei es aber in Deutschland so ist, ich denke mal, das wird sicherlich in Österreich oder in anderen Ländern auch so sein, dass halt einzelne Kinos oder Kinoketten schon ein eigenes, sag jetzt mal, Bonusprogramm oder eigenes Kundenkartensystem haben. Aber wie gesagt, das Thema heute ist das Kino-Abo, also quasi ein monatlicher fester Betrag, wo man dann quasi so oft ins Kino gehen kann, wie man möchte. Genau, das ist natürlich erste Punkt, wie so ein Abo-Modell aussehen könnte natürlich, vor welchem Kostenfaktor, dass wir da reden und was auch noch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, ist natürlich das Organisatorische beziehungsweise die ja, einfach auch die ganzen, das Bürokratische, wie sowas quasi gehandelt wird. Macht man es als App, macht man es einfach als Plastikkarte, macht man es als Papierstempelkarte oder macht man es irgendwie so als ausgedrucktes Ticket, wo das draufsteht. Also da gibt es viele Fragen zu diesem Thema. Und natürlich fangen wir mal mit der wichtigsten an, natürlich dem Kosten. Also der Kostenfaktor natürlich, wo würde man so ein Ticket preislich einordnen, sollte man es einführen? Also in Österreich zum Beispiel ist es so, da haben sich jetzt 18 Programm- und Arthouse-Kinos zusammengeschlossen und die führen jetzt, in Österreich heißt es Nonstop dein Kino-Abo, das ist glaube ich so eine App soll das sein, wird jetzt ab Frühjahr diesen Jahres eingeführt für 22 Euro im Monat. In den Niederlanden ist es so, da gibt es das ja schon länger, das heißt Cineville. Und das ist quasi gestaffelt nach Altersgruppen. Also für alle unter 30 Jahre kostet es 17,50 € im Monat. Und für alle über 30 kostet es 21 € im Monat. Und die Erfahrung aus den Niederlanden zeigt, dass die Kinobesuche oder die
ja, einfach die Anzahl der Kinobesuche bei den Leuten, die dieses Abo haben, sich quasi verdoppelt hat im Vergleich zum normalen Durchschnitt. Und Ziel dieses Abos war es in Holland, ist es natürlich jetzt auch in Österreich oder ist, glaube ich, auch allgemein so dieser Hintergedanke, quasi die jüngere Generation ins Kino zu bringen, quasi weg von Netflix und Amazon, sondern wieder eher Richtung Kino. Wobei ich aber schon sage, man darf bei dieser Diskussion die, sei jetzt mal etwas älteren, nicht vernachlässigen, da die seit Corona auch nicht mehr so häufig ins Kino gehen. Also vor Corona war es eigentlich eher so, dass die ältere Generation, ich sage jetzt mal so 40 aufwärts, dass die schon noch einen relativ starken Anteil an den Besucherzahlen hatten und der ist jetzt durch Corona relativ in den Keller gegangen. Also in den letzten Wochen und Monaten ging es da jetzt wieder aufwärts, weil natürlich entsprechend die Filme rauskamen dafür. Also zum Beispiel Triangle of Sadness oder jetzt The Banshees of Inisherin. Das sind jetzt auch wieder Filme, wo man die etwas älteren ins Kino bekommt. Aber wie gesagt, das ist so dieser Faktor, der da immer ein bisschen untergeht. Aber wie gesagt, wieder zum Thema Preis. Also ich sage jetzt mal so Monatspreis so zwischen 20, 30 Euro, glaube ich, wäre schon, sage jetzt mal, ein guter Preis. Also wenn man jetzt beispielsweise auf 30 Euro geht, das heißt halt am Tag 1 Euro aufs Jahr gerechnet. Also man könnte auch theoretisch so ein Jahresabo machen, so ein 365-Euro-Ticket, wie es ja auch im öffentlichen Nahverkehr diskutiert wird, dass man quasi am Tag 1 Euro zahlt und kann dafür so oft ins Kino gehen, wie man möchte. Wobei ich natürlich aber auch so ein zweigeteiltes System nicht schlecht finden würde, dass man sagt, okay, man macht wirklich so ein 365-Euro-Ticket, wenn man das ganze Jahr bucht, oder man macht quasi im Monat, was weiß ich, ein 35-Euro-Ticket, dass quasi derjenige, der das Jahresticket kauft, eine Ersparnis hat zu dem, der es monatlich bucht. Also machen ja Streamingdienste ja auch, dass du quasi, wenn du es monatlich buchst, quasi einen anderen Jahresbeitrag hast, als wenn du es quasi jährlich bezahlst. Also bei Amazon zum Beispiel ist es ja so, also bei Prime, dass du, wenn du es jährlich machst, günstiger davon kommst, als wenn du quasi jedes Monat deinen Betrag zahlst. Also wie gesagt, finde ich jetzt von der Preis ein, also wäre jetzt für mich ein akzeptables Modell, dass man wirklich sagt, 365 Euro fürs Jahr oder halt, was weiß ich, 35 Euro fürs Monat. Also ich finde diese 22 Euro schon ziemlich. Also es ist natürlich ein guter Preis, es ist natürlich, ich sag mal, da gehst du teilweise zwei oder ich sag mal maximal drei Kinobesuche im Monat, dann hast du quasi das Geld schon herinnen. Natürlich lässt sich über Preise immer streiten, also es wird sicherlich viele geben, die sagen, ja, 20, 25 Euro ist so eigentlich das, was man machen könnte. Wie gesagt, ich sehe es ein bisschen anders da, also wie gesagt, rein vom Ding her, wie gesagt, so 30 Euro im Monat, das glaube ich, kann jeder aufbringen für das, dass er dann so oft ins Kino gehen kann, wie er möchte. Und da glaube ich, braucht man nicht darüber diskutieren. Ein Kinoerlebnis ist um ein Vielfaches besser und auch intensiver, als wenn ich mir diese Sachen zu Hause angucke. Natürlich wirst du immer Leute haben, die sagen, okay, ich habe jetzt schon Amazon Prime, ich habe Netflix, das kostet im Monat schon, was weiß ich, 20 Euro. Warum soll ich da nochmal das gleiche Geld oder noch ein bisschen mehr für Kino ausgeben? Das wird es immer geben. Also wenn es ums Geld oder um Preise geht, wirst du nie alle glücklich stimmen können. Aber selbst wenn du 30 Euro im Monat verlangst für so ein Abo, sind es auch quasi drei Kinobesuche, weil viele Kinokarten kosten halt mittlerweile schon 8 bis 10 Euro. Klar, es gibt auch nochmal für 6, 7 Euro was, dann sind es halt keine drei Besuche, bis du die 30 Euro hast, sondern halt vier oder fünf Besuche. Aber das muss man trotzdem mal aufs Monat umrechnen. Also wenn ich jetzt viermal im Monat ins Kino gehe, das, was sich vielleicht am Anfang viel anhört, aber das ist halt wirklich umgerechnet einmal pro Woche. Also das ist ein regelmäßiger Turnus, aber es ist halt trotzdem, wenn man sagt einmal pro Woche, ist halt auch jetzt nicht, also ich sage mal so, ihr wisst ja, ich bin ja teilweise drei, viermal pro Woche im Kino. Also für mich würde das sich natürlich mit 30 Euro, nur als Beispiel, natürlich vierfach lohnen. Aber
Ich glaube schon, wenn man, wie gesagt, sagt, man macht jetzt diese 30 € im Monat, dass da trotzdem die Besucherzahlen oder der Schnitt der Leute, die das Abo haben, also der Besucherschnitt, sicherlich auch bestimmt um 50 bis 100% gegenüber dem anderen Durchschnitt steigt. Weil man sich einfach sagen kann, okay, ich kann jetzt wirklich, Entschuldigung, man kann jetzt wirklich, was weiß ich, 5 Mal im Monat ins Kino gehen, kann sich auch einen Film, der einen gefallen hat, 2-, 3-mal angucken. Also das glaube ich, ist schon lohnenswert. Genau, und dann kommen wir quasi eigentlich dahingehend schon zur nächsten Frage. Lohnt sich das für die Kinos? Ihr wisst, also viele wissen es ja eigentlich noch gar nicht oder meinen, das ist falsch zu interpretieren, aber wenn jetzt eine Kinokarte, was weiß ich, 10 € kostet, dann ist es ja nicht so, dass diese 10 € komplett beim Kino bleiben, sondern man kann im Durchschnitt sagen, die Hälfte von dem Kinokartenpreis muss das Kino an den Filmverleiher abgeben. Also Filmverleiher für alle nochmal zur Erklärung ist quasi Disney ist ein Filmverleiher, Paramount ist ein Filmverleiher, Warner Brothers, Universal Pictures, Konstantin Film, das sind die Filmverleiher und die verlangen quasi eine, nennt sich Saalmiete, und diese Saalmiete ist quasi ein gewisser Prozentsatz des Kinopreises oder des Kinokartenpreises. Und da gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt halt sehr gierige Verleiher, wie Disney zum Beispiel. Die wollen teilweise 55% vom Kinopreis haben. Dann gibt es wieder etwas kulantere Verleiher, die wollen bloß 40% vom Kinopreis haben. Also, dann sage ich, im Schnitt 50% von dem, was man für die Kinokarte bezahlt, geht quasi an den Verleiher, der den Film quasi ins Kino bringt. Da ist natürlich dann die Frage, wenn man so ein Abo einführt, wie wird es dann geregelt also zwischen Kinos und Filmverleihern, weil natürlich ja man nicht mehr pauschal abrechnen kann mit Kinosaalmiete, sondern also man könnte schon noch abrechnen, aber man müsste halt quasi separat abrechnen, quasi die Leute, die dieses Abo nicht haben und die Leute, die das Abo haben. Also da muss man auf jeden Fall mit den Verleihern vorab natürlich eine entsprechende Regelung finden, dass entweder Pauschalbeträge bezahlt werden oder dass die sagen, okay, wir verzichten zum Beispiel in den ersten Monaten auf die Miete bei den Leuten, die das Abo haben. Also das ist natürlich einerseits eine Frage, die kann natürlich ich als Kinogänger nicht beantworten. Das müsste, wie gesagt, der Kinobranche oder die Kinoverbände mit den entsprechenden Verleihern natürlich aushandeln. Also ich denke natürlich, wenn in Österreich oder in den Niederlanden das ja schon, also in den Niederlanden läuft es schon, in Österreich kommt, da wird sicherlich mit den Verleihern eine Regelung gefunden worden sein. Aber wie gesagt, das darf man nicht außer Acht lassen. Und dann ist natürlich auch auf der anderen Seite, bringt es den Kinos was, wenn sie quasi, wenn jetzt da jemand 10-mal im Monat ins Kino geht und zahlt aber nur, was weiß ich, 30 €, das heißt ja quasi im Schnitt 3 € pro Karte. Da ist natürlich die Frage, wobei man auch dazu sagen muss, ich habe es ja gerade schon gesagt, von dem Kinokartenpreis ist ja die Hälfte schon mal, was das Kino abgeben muss. Und von der anderen Hälfte muss ja quasi das Personal bezahlt werden, die ganzen Nebenkosten. Also quasi, wenn jetzt die Karte 10 € kostet, bleiben dem Kino 5 € übrig und diese 5 € gehen quasi in die Refinanzierung des laufenden Betriebs. Also ich sage mal so, mit einer Kinokarte kann ein Kino quasi nichts verdienen. Also das ist ein Irrglaube, wenn jemand meint, oder wenn jetzt jemand sich aufregt, oh, die Kinokarte kostet 15 €, also nach dem Motto, die 15 € wandern in die Kinotasche. Also das ist definitiv falsch. Es gesagt, es bleibt noch ungefähr die Hälfte hängen und davon muss, wie gesagt, der laufende Betrieb finanziert werden. Jeder weiß ja aktuell, was Strom und Gas kostet, dass das natürlich exorbitant teuer ist. Ist natürlich auch ein Mindestlohn da, wo ich natürlich, also ich würde nie gegen Mindestlohn schimpfen. Es ist sowieso lange Zeit ungerecht gewesen, dass es Leute gibt, die quasi für einen Hungerlohn arbeiten müssen. Also Mindestlohn ist mit eines der besten, was man machen konnte. Also wie gesagt, da muss allein schon von diesem kleinen Restbetrag muss quasi das alles mitbezahlt werden. Also natürlich kann das Kino halt über quasi Zusatzverkäufe wie Snacks, Getränke etc. darüber
wird natürlich auch der Kinobetrieb bezahlt, aber das sind quasi die Sachen, in denen halt quasi das Kino seinen Gewinn erwirtschaften kann. Und natürlich ist jetzt natürlich auch meine Hoffnung bei so einem Kino-Abo-Modell, dass wenn man weiß, okay, ich zahle jetzt, ich nagel mich jetzt mal auf diese 30 Euro fest, weil ich gesagt, das ist Betrag, den, wie gesagt, ich in Ordnung finden würde. Also wie gesagt, wenn man als Inhaber von so einem Abo weiß, okay, ich zahle jetzt 30 Euro im Monat, gehe dafür 5, 6 Mal, dann hat man natürlich auch den ein oder anderen, da hat man natürlich den ein oder anderen Euro dann über vielleicht noch für Snacks und Getränke. Also, wie gesagt, kann das Kino natürlich schon, also das einzelne Kino natürlich schon davon profitieren, dass man, wie gesagt, vielleicht bei den Ticketeinnahmen ein bisschen weniger hat, aber dafür auf Seiten der Getränke und Snacks eine exorbitant höhere Quote an Einnahmen bekommt. Also, natürlich muss man das vielleicht mal in einem Probemonat oder so gegenrechnen, ob quasi das, was durch die Ticketverkäufe wegfällt, ob das nicht dann 1 zu 1 bis zu den anderen rüberwandert oder ob man wirklich dadurch dann auf der anderen Seite mehr hat. Wie gesagt, das muss natürlich nochmal, muss jeder natürlich für sich durchrechnen. Aber was ich damit sagen will, ist halt einfach, das Kino kann schon, wie gesagt, davon profitieren, wenn die Leute einfach, wie gesagt, häufiger gehen. Weil wenn du, nur als Beispiel, wenn jetzt jemand im Monat einmal ins Kino geht, zahlt 10 Euro für die Kinokarte, gibt vielleicht nochmal 10 Euro für Snacks und Getränke, also es gibt quasi 20 Euro aus. Und der gleiche hat dann quasi das Kino-Abo, der dann, wie gesagt, halt sein Kino-Abo bezahlt, der geht aber nicht einmal ins Kino, sondern geht viermal ins Kino. Jetzt gibt er halt, gut, dann gibt er halt nicht 10 Euro pro Besuch für Snacks und Getränke aus, sondern was weiß ich, 8 Euro oder lass es nur 5 Euro sein. Aber 5 mal 4 sind 20 Euro und einmal 10 sind 10 Euro. Das heißt quasi 50%, 100% mehr bei Snacks und Getränke über das Kino. Aber also wie gesagt, das ist jetzt nur eine Beispielrechnung, was ich jetzt mir quasi so persönlich zusammen überlegt habe. Aber wie gesagt, was ich damit eigentlich sagen wollte, das ist, weil natürlich vielleicht das ein oder andere Kino skeptisch ist, aber man muss natürlich auch diese Seite sehen, dass wenn einfach die Leute häufiger kommen und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass bestimmt 85 bis 90% der Kinobesucher, wenn sie ins Kino gehen, auch ein Getränk oder Popcorn oder Nachos oder beides nehmen. Wie gesagt, da kann man natürlich dann schon das, was man gesagt hat, auch vielleicht beim Ticketverkauf verliert, da wieder reinholen. Oder halt mehr wie reinholen. Dann ist natürlich die Frage, wenn man quasi sagt Kino-Abo, macht man das komplett flächendeckend, dass alle Kinos mitmachen? Wie gesagt, das ist jetzt das Thema Bürokratie und Abwicklung. Oder machen es nur eine bestimmte, oder machen so Kinoketten, machen es nur die privaten Kinobetreiber? Also das ist natürlich auch ein Punkt, da kann ich jetzt natürlich auch, sag jetzt mal, wenig dazu sagen, weil natürlich jeder Kinobetreiber ja anders kalkulieren muss. Geht ja schon los, welche Lage hat das Kino? Ist es irgendwo am Rande einer Stadt? Ist es irgendeinem Dorf? Ist es in einer großen Metropole in bester Lage? Ist es irgendwo, ist das Gebäude gemietet? Ist der Kinobetreiber auch Besitzer des Gebäudes? Also da gibt es so viele Faktoren. Und natürlich ist natürlich, geht ja schon los, ist das Kino in Bayern oder ist es in Berlin? Oder ist es in Thüringen? Weil natürlich überall andere Mieten gelten, gelten andere Gesetze, gelten andere Steuern und sowas. Also wie gesagt, da geht schon los. Da ist natürlich, wie gesagt, jeder anders kalkulieren muss. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich so ein Kino-Abo mache, wie verteile ich, also es wird, ich denke mal, wenn man sowas macht, da wird es eine zentrale quasi Stelle geben, die gibt diese Abos raus, die quasi generiert auch die ganzen Einnahmen und dann ist natürlich die Frage, wie verteilt man diese Einnahmen an den Kinos? Macht man es wirklich anteilig, dass man sagt, wenn jetzt da 500 Kinos mitmachen, wir machen jetzt quasi, was weiß ich, 10 Millionen Umsatz mit diesen Abos, dass man quasi sagt, okay, man verteilt diese 10 Millionen auf die 500 Kinos, quasi jeder kriegt den gleichen Anteil. Oder wie gesagt, da muss man auch Lösungen finden, dass man sagt, okay, ein großes Kino mit 10 Sälen, das muss natürlich theoretisch, dadurch, dass wir mehr Kapazitäten haben,
einen prozentual höheren Anteil bekommen als ein Einsaalkino. Was natürlich auch irgendwo verständlich ist, dass man natürlich jetzt nicht alles pauschalisieren kann. Und dann ist natürlich die Frage, auch in der Abwicklung, wie natürlich das dann auch funktioniert, dass quasi eine Kinokette und daneben hast du so einen Einzelkinobetreiber, der ja wie gesagt komplett anders organisiert ist als so eine Kinokette. Also das ist natürlich eine spannende Frage. Aber muss ich dazu sagen, ich bin schon der Meinung, wenn sich da alle an einen Tisch setzen, also sprichwörtlich an einen Tisch setzen, und wirklich fair auf Augenhöhe miteinander quatschen und reden, also dass natürlich nicht jetzt die große Kinokette sagt, ich mit meinen 20 Häusern bin mehr wert als der einzelne kleine Kinobetreiber, dass man da sicherlich eine Lösung findet. Und ich weiß, es wird sicherlich, du wirst sicherlich nicht jeden tausendprozentig zufriedenstellen können, aber meine Meinung ist halt wirklich bei so einem Abo-Modell, es kann eigentlich nur die ganze Branche davon profitieren. Und klar, dass wenn jetzt, dass natürlich vielleicht der eine ein bisschen mehr profitiert als der andere, weil einfach ein großes Megaplex einfach durch die große Anzahl an Sälen natürlich, wenn jetzt die, was ich im Schnitt bei diesen 10 Sälen pro Saal, was weiß ich, 50 Leute drin haben, kann sich jeder ausrechnen, 10 mal 50 sind 500. Jetzt, wenn natürlich anstatt 500 da 1000 oder 1500 Leute drin sitzen, der hat natürlich eine ganz andere Auslastung und natürlich ein ganz anderes Volumen als natürlich ein Einsaalkino oder ein Zweisaalkino, wo halt anstatt 30 Leute halt dann 60 Leute drin sind. Das muss man natürlich auch so sehen. Und dann, wie gesagt, sind wir auch beim Thema Organisieren. Wie gesagt, macht man das über eine App, das wäre natürlich mit das Allereinfachste. Gibt man da so eine Plastikkarte aus, die man quasi in jedem teilnehmenden Kino auch quasi sich holen kann. Wäre auch noch eine akzeptable Lösung. Aber ich denke mal, so eine App-Lösung, wo du quasi so einen QR-Code drauf hast oder so einen Strichcode, das glaube ich ist für alles einfachste. Natürlich muss dann auch jedes teilnehmende Kino auch entsprechendes Equipment haben, dass wenn jemand mit seinem Handy und seinem Code kommt oder dass man sagt, okay, wenn jetzt das Handy nicht geht, man kann diesen Code auch ausdrucken, dass man dann quasi das auch alles entsprechend scannen kann. Das ist auch nochmal extra Thema, quasi das ganze Equipment, was man dazu braucht. Und dann ist natürlich so, es gibt ja schon viele Kinos oder Ketten, die eigene Programme haben. Also zum Beispiel Cineplex hat ja seine Cineplex Plus App oder sein Cineplex Plus System, wo du ja quasi mit jedem Euro Umsatz 10 Punkte bekommst und hast ja du 5 so Bonusstufen, wo halt in jeder Bonusstufe gewisse Vergünstigungen drin sind. Also zum Beispiel in der höchsten Bonusstufe, also in der fünften, da hast du zum Beispiel dauerhaft 1 € Rabatt aufs Ticket, du nimmst einen gewissen Gewinnspiel teil, du hast ab 15.000 Punkte, glaube ich, kannst du einen Gratismonat einlösen und ab 25.000 quasi einen ganzen Kinosaal für dich alleine haben. Dann gibt es natürlich bei manchen Kinos, so wie zum Beispiel bei meinem Stammkino, die haben so eine Stempelkarte. Bei Cineplex Plus übrigens gibt es ja auch so ein Stempelsystem, so eine Art, quasi jeder 11. oder jeder 10., ich glaube, jeder 11. Kinobesuch ist kostenlos. Also wenn du eine Karte über die App kaufst oder mit der App und du kaufst da 10 Karten, ist quasi der nächste Besuch, also kriegst quasi einen Gutschein und den kannst du dann quasi einlösen. Dann gibt es, wie gesagt, noch, also mein Stammkino macht so, die haben so eine Papierstempelkarte, wo du quasi immer einen Stempel bekommst und da ist das Gleiche, wenn die Stempelkarte voll ist, dann kannst du quasi die Karte, diese Freikarte beim nächsten Mal einlösen. Sinistar hat zum Beispiel auch eine Karte, wo du quasi auch so und so viele Kinobesuche brauchst, dass du eine Freikarte hast, wo du, glaube ich, einmal in der Woche einen Film für 6 € gucken kannst und lauter so Sachen. Also es gibt schon diverse Sachen, wo Kinos schon machen, quasi Kundenbindung. Dann ist natürlich klar, wenn ich bei so einem Abo mitmache, dann ist natürlich die Frage, behalte ich mein eigenes System für die Kunden, die dieses Abo nicht haben, bei oder lasse ich das komplett auslaufen? Also da muss sich natürlich jeder dann Gedanken drüber machen. Und natürlich ist dann auch die Frage, aber das ist natürlich auch wieder eine Verleihsache, wo man mit dem Verleih sprechen muss, weil bei den jetzigen, sag jetzt mal, Kundenkarten oder Kinokarten oder
Programmen ist es ja so, dass ja gewisse Sachen davon ausgenommen sind. Also zum Beispiel bei meinem Stammkino ist es so, dass diese Freikarte zum Beispiel nicht einsetzen kannst, wenn jetzt irgendein neuer Marvel-Film kommt. Also das sagt, wo Disney sagt, es gibt die ersten 4 Wochen Freikartensperre. Oder es gibt auch in manchen Kartenprogrammen quasi, dass du diese Freikarte nur in 2D einlösen kannst, nicht in 3D. Oder wenn jetzt ein Kino so einen speziellen 4DX-Saal hat, oder zum Beispiel mein Stammkino hatte diese Motion Seats, diese D-Box-Sitze, da kannst du auch keine Freikarten zum Beispiel einlösen. Da muss natürlich das geklärt sein, wenn ich das Kino-Abo mache, gilt das wirklich für alle Filme, von jedem Verleiher, auch in jedem Saal, oder macht man da wieder Ausnahmen? Also ich persönlich wäre natürlich schon dafür, wenn man so ein Abo macht, dass man das gleiche richtig macht und sagt, okay, darum sage ich auch, 30 Euro ist ein fairer Preis, wenn man sagt, man lässt auch 3D-Filme damit oder nimmt die mit rein, man nimmt auch diese, wie gesagt, ganzen Sachen wie D-Box oder wie Dolby Atmos oder wie 4DX mit rein, weil das sind natürlich Vorstellungen, die teurer sind als quasi Normalvorstellungen oder als 2D-Vorstellungen. Aber wie gesagt, rein, wie gesagt, für den Ablauf. Wie gesagt, man muss es natürlich den Leuten, wenn man so ein Abo macht, natürlich so einfach wie möglich machen. Und wie gesagt, ich würde, wenn es nach mir gehen würde, ich würde da, wie gesagt, keinen Unterschied machen. Ist es jetzt ein 2D-Kinderfilm oder ist es ein 3D-Marvel-Hit? Wie gesagt, es muss natürlich in Absprache mit den Verleihern sein, dass die natürlich damit einverstanden sind. Aber wie gesagt, rein für die Organisation und rein um quasi auch den Leuten zu zeigen, dass man es mit diesem Abo ernst meint. Wie gesagt, muss es eigentlich Pflicht sein, dass da, wie gesagt, dass es da keine irgendwelche Begrenzungen gibt. Weil, wie gesagt, das würde die Leute nur verärgern und es würde einfach nur zu Problemen führen, wenn man sagt, okay, du kannst, was weiß ich, in Eberhofer gehen, der ist ja ein normaler 2D-Film, aber du darfst jetzt nicht in den, was weiß ich, in den neuen Marvel-Film, oder du darfst jetzt nicht in den Avatar 3 gehen, oder du darfst jetzt nicht in Star Wars gehen, weil es ein 3D-Film ist. Also wie gesagt, das ist einfach den Leuten nicht vermittelbar. Und das zeigt, würde halt einfach wieder nur zeigen, dass man unnötig Hürden einbaut oder unnötig Bürokratie macht. Und wenn man, wie gesagt, wirklich den Streaming oder die Leute vom Streaming wieder ins Kino holen möchte, da wie gesagt, da musst du denen einfach, wie gesagt, das Bestmögliche bieten an Service und am Umfang oder an Inhalten von so einer Karte oder von so einem System. Und wie gesagt, wenn du quasi sagst, oder wenn es quasi bekannt ist, dass du wirklich in jeden Film gehen kannst, dann glaube ich, dann wird es die allerwenigsten geben, die dann nicht sagen, 30 Euro im Monat oder 365 Euro als Jahresabo wäre zu teuer. Weil ich glaube, jeder, der sag ich mal, regelmäßig in einen 3D-Film geht, der weiß, was eine 3D-Karte kostet. Und deshalb, wie gesagt, wäre auch dann dieser höhere Preis gerechtfertigt. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich sein wird. Wie gesagt, da das ja jetzt nur Programmkinos sind, denke ich mal, die werden sowieso kein 3D spielen. Also da wird es dann sowieso nur auf dieses 2D ganz normal Standard hinauslaufen. Wie es jetzt genau in Holland ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ob es da jetzt, wie gesagt, irgendwie Unterschiede gibt, ob das jetzt ein 2D- oder 3D-Film ist. Aber wie gesagt, wenn man es in Deutschland flächendeckend macht, wie gesagt, ich wäre einfach dafür, dass es frei von irgendwelchen Beschränkungen ist. Aber wie gesagt, es muss natürlich alles vorab entsprechend natürlich ausgehandelt werden. Das muss natürlich entsprechend auch, jeder muss quasi auch damit glücklich sein mit diesen Entscheidungen. Also wie gesagt, die Kinos müssen glücklich sein, aber auch die Verleiher, das darf man nicht vergessen. Und wie gesagt, da muss natürlich jedes Kino, also sollte sowas in Deutschland flächendeckend kommen, wie gesagt, und man will wirklich sagen, man möchte, dass alle dabei sind oder nach Möglichkeit alle. Wie gesagt, da muss natürlich jedes Kino für sich entscheiden, ob man bei sowas mitmachen möchte, ob man es vielleicht wirklich auch mal, also man müsste auch den Kinos die Möglichkeit geben, das auch quasi mal ein halbes Jahr zu testen. Also, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt quasi, also jedes Kino macht jetzt mal mit. Man lässt aber jedem Kino die Möglichkeit, nach einem Viertel oder nach einem halben Jahr quasi auszusteigen, wenn einfach das Kino merkt, es funktioniert bei uns nicht. Also das sollte dann schon mit drin sein, dass sich die Kinos jetzt nicht quasi auf ein ganzes Jahr oder auf 2 Jahre verpflichten müssen, sondern dass man wirklich sagt, okay, man macht da wirklich so eine Art Testphase
Oder man lässt die Kinos quasi, die interessierten Kinos einfach mitmachen. Und wenn die sagen, uns taugt das, dann lässt man es weiterlaufen. Und wenn aber ein Kino sagt, pass auf, ich merke nach 2 Monaten, ich habe davon keinen größeren Vorteil oder nur nicht den Vorteil, den ich mir erhofft habe, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt hier wieder raus. Da muss es natürlich auch, wenn es das App-Form ist, natürlich auch in der App kommuniziert sein. Das heißt, okay, Kino XY aus der Stadt beendet zum 31. oder 30. des Monats das Programm. Wenn du quasi als Benutzer das Programm weiter willst oder als Abo weiter willst, kannst du ganz normal weiterlaufen lassen. Also es muss natürlich auch, wenn jetzt jemand quasi, wenn jetzt nur als Beispiel, du bist jetzt Benutzer oder Kinogänger, hast aber im Umkreis von 20 Kilometern ein Kino und das Kino macht quasi dann nicht mehr mit, dann musst du quasi, und du hast jetzt quasi ein Jahresabo abgeschlossen, dann musst du auch theoretisch die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich will jetzt keine 40 Kilometer ins nächste Kino fahren, ich möchte auch das Abo vorzeitig beenden. Das muss natürlich auch irgendwo machbar sein, also wenn du so ein Jahresabo zum Beispiel hast, dass du sagst, okay, höre jetzt nach einem halben Jahr auf, dann kriegst du quasi halt das andere halbe Jahr zurückerstattet. Also solche Sachen, wo man sich vielleicht jetzt nicht immer Gedanken macht, ich habe mir die Gedanken gemacht, aber das muss halt alles irgendwo mit möglich sein. Wie gesagt, darum befürworte ich ja auch so dieses zweiteilige, wie gesagt, als Jahreskarte oder als monatliche Karte oder als monatliche auflappbare Karte, dass du als Besucher flexibel bist. Wie gesagt, die Streaming-Anbieter machen sie auch so, dass du quasi monatlich kündigen kannst. Und wie gesagt, deshalb sollte das auch bei diesem potenziellen Kino-Abo möglich sein. Aber ist natürlich die Frage, das sind so jetzt, waren jetzt meine Gedanken. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das dürft ihr mir natürlich gerne unter dem Podcast, ob es auf YouTube ist oder Spotify, dürft es gerne kommentieren. Ihr dürft natürlich auch gerne auf Instagram eine Nachricht schreiben, was ihr zu diesem Thema haltet, wie ihr zu diesem Thema steht, Kino-Abo, ob ich vielleicht irgendeinen Punkt vergessen habe, der vielleicht noch erwähnenswert gewesen wäre. Ich bin jetzt natürlich kein Wirtschaftler oder jemand, der jetzt in diesem ganzen Digitalen sich da besonders gut auskennt, oder auch Marktwirtschaft. Also ich habe jetzt nichts in die Richtung studiert oder so. Ich habe mir jetzt einfach so Gedanken gemacht, was jetzt so für mich wichtig war. Also wie gesagt, wenn da noch was ist, dürft ihr mir gerne das schreiben. Wie gesagt, ich bin auch auf eure Meinung gespannt, wie ihr zu dem Thema Kinoabo steht, was vielleicht eure Preisvorstellung ist, wer was im Monat bereit wird, dafür zu zahlen oder ob ihr auch sagt, ein Jahresticket für den und den Preis oder was ihr dazu meint, soll da alles mit drin sein oder soll es wirklich nur auf 2D begrenzt sein? Also wie gesagt, ich bin da gerne auf eure Gedanken oder Ideen gespannt und natürlich auch, ob euch das wirklich am Herzen liegt, so ein Abo-Modell, oder ob ihr sagt, ich gehe einfach, wie ich gerade Lust habe, und wenn ich halt mal einen Monat keine Lust habe, gehe ich halt nicht. Ich gesagt, ich bin für alles offen. Näher bringen, wo ihr vielleicht schon mal darüber nachgedacht habt, oder wo ihr einfach sagt, Mensch, das wäre doch mal was, was mich interessieren würde, oder was vielleicht gut wäre. Dann bin ich auf jeden Fall glücklich, wenn ich da irgendwie was vielleicht bei euch hervorrufen konnte. Ich hoffe vielleicht, dass der eine oder andere Kinobetreiber auch mal zuguckt oder zuguckt und vielleicht sich denkt, Mensch, da ist ja jemand auch dafür. Natürlich reden wir jetzt, bis sowas wirklich deutschlandweit kommt, das wird natürlich sicherlich nicht ein halbes Jahr passieren. Da reden wir vielleicht wirklich von 1,5, 2 Jahren Vorbereitungszeit. Aber wie gesagt, man muss natürlich auch mal drüber reden und wie gesagt, andere Länder beschäftigen sich damit schon. Ich finde, wir sind da in Deutschland wieder ein bisschen zu langsam, dass wir über sowas nachdenken. Vielleicht liegt es auch daran, dass zu viele Interessenskonflikte da sind. Ich weiß es nicht, ich bin da jetzt nicht in der Materie drin. Aber ich versuche natürlich mal den Kinobetreiber für den Podcast zu gewinnen. Dann wäre das sicherlich auch ein Thema, das man ansprechen könnte, das Abo-Modell. Und da bleibt einfach nur zu sagen, danke fürs Reinschalten diese Woche. Ich hoffe, ihr habt auch letzte Woche Spaß gehabt bei meinem kleinen Highlight-Video, also die ersten Highlights des Jahres. Und dann wünsche ich euch diese Woche ganz viel Spaß im Kino. Es laufen mir wieder ein paar tolle Sachen neu an. Oder es laufen auch noch ein paar to ältere tolle Filme. Und dann sehen und hören wir uns nächste Woche an gleicher Stelle, zur gleichen Uhrzeit.
Macht es bis dahin alle gut. Bis dann. Ciao, ciao.